Uruk. Und herzlich willkommen zurück in Morasal. Ja. So, eine Gothic 3 XXL Edition. Ja, das letzte Mal waren wir hier in Ishtar unterwegs, mehr oder weniger unterwegs. So, was haben wir hier noch? Bestrafe Sklaven in Yusuf. Varanskambit, Al-Hazar. Wir treffen uns in ein paar Stunden Kaffabrunnen. So, Kaffabrunnen. So. Wir haben das letzte Mal hier in im Ishtar-Keller den Idor rausgeholt. Und der bekriegt sich jetzt die ganze Zeit mit dem Rimmon. Ja, Grüße an Piranha gehen raus. Ja. Rimmon. Ja, wir gewesen mal, wenn wir in seine Nähe kommen, da fängt er an, hier den Ramon anzugreifen. Ja, weiß nicht, was er gegen den hat. Ja. Da unten sitzt ein Schnapper. Ob wir eine großartige Viecherjagd noch machen hier im Spiel, ich weiß es nicht. Lust habe ich ehrlich gesagt keine. Ja. Ja, können wir jetzt noch mal mit dir reden? Hast du was Neues? Hm, der hat irgendwie Probleme. Was? Hier hast du deine 700 Gold. Du kriegst kein Gold von mir. Ne, wir gehen jetzt tatsächlich noch mal in die Ruine. Da war ja das noch mit dem Hase an. Weil normalerweise, wenn wir jetzt, sage ich mal, werden wir ja irgendwie auf den Hase noch aufmerksam gemacht. Dass der hier mit dem Ningal hier diese ganze Geschichte da irgendwo was damit zu tun hat, aber wir gehen jetzt und hauen ihn um. Oder gehen wir nach Mensala und machen den Tempel. Eins von beiden oder. Wir sollen ja auch diese Magier noch rumrennen, diese. Oh, warte mal, Ruinen Morasul, wir hatten noch einen Teleporterstein rein. Ruinen Morasal. Wollen wir das Ding gehen? Hurid, Medarion Lager, Morasal Tempel, Morasul Ruinen teleportieren. Ja, wo genau sind wir jetzt? Ah, hier. Ja. Da dürften wir, glaube ich, nicht allzu weit weg sein von dem Kerl. Er war ja ziemlich hinten. Guck mal hier. Schakale. Hallo. Hey. Aua! Das war's mit dir. Du musst mich unbedingt hier anweisen. So, hier sind wir bei Hazan. Ich meine, warum sollen wir hier hin trampeln? So, wir sind doch hier. Guck mal, pass mal auf. So. Dieser Ort ist gefährlich. Verschwinden. Nimm die Waffe weg. Ach, wollt ihr wohl damit aufhören? Hier. Diesen Drehschlag, wenn ich blocke und die machen den Drehschlag, habe ich kaum eine Chance da wegzukommen oder mich dagegen zu blocken oder so. Aber der kotzt mir mit seiner scheiß Armbrust da hinten. Noch nicht mal.
Bin ich gut? So, die hätten wir. So, wir machen mal den Locator hier an. Hat er jetzt noch irgendwas? Erzdiebe, ja, Erzdiebe. Wer wollte denn das haben mit den Erzdieben? Keine Ahnung. No, den hätten wir. Hier liegen überall Pfeile rum. Ja, da ist noch eine Truhe. Ja, oder ein Korb, oder was ist das hier? Korb. Ja, speichern. Wir gehen nach Morazel zurück. Jo. Gehen wir dann nach Benzala. Jemand wird dafür bezahlen. Diego Born, hört auf damit, bitte. Bei dir, ja. Das werde ich nicht zulassen. Es gibt noch eine andere Lösung. Hol! Herr Meister. Tag. Interessiert den einen Scheiß? Ja, na gut. Dann würde ich sagen, dann machen wir Benzala weiter. Das sieht so gelblich aus. So, Benzala, da war ja noch was mit dem Tempel. Ich will den Tempel aber. Oder machen wir das mit den Orks? Komm, wir nehmen die Orks jetzt mit hier. Wenn die verrecken, dann verrecken die. Darauf vertraut mir. Also ja. Kämpfe mit mir. Du hast gezeigt, dass du es wert bist, Morra. Jo. Wir gehen zum Tempel und kämpfen gegen die Verdammten. Aber wir gehen nicht hinein. Ja, nicht hinein. Morras haben das Unheil begonnen. Morras werden das Unheil beenden. Ja, ja, du. Gibst das Zeichen. Dann gehen wir los. Ja, das Zeichen ist hier. Greifen wir jetzt den Tempel an. Ja. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Gehen wir. Ja, dann. Das Ding ist, die brauchen wir 3 Stunden, um dort anzukommen. Guck mal hier. Da geht's nämlich schon los. Hier bei der Mission habe ich immer dann Angst, dass ich den die Orks umhaue statt die Untoten. War der ständig hier, ey? Okay. Das ist das, was ich gerade meinte. Ich kann blocken, wie ich will. Da kommen die mit ihrem Dreschlag eigentlich immer durch. Aber umgedreht kannst du das vergessen. Level Up, hervorragend. So, wie viel Level Up haben wir? Frage mal. Wie viel Level haben wir denn jetzt eigentlich? Ja, wir gucken mal kurz. Wir haben Level 54. Der Swift. So. Ja, hier, komm. Das war's für dich, Mistvieh. Das war's für dich, Mistvieh. Yeah! Das wäre erledigt. So. Das war's mit dir, du Mistvieh. Wieder eins weniger. Ja, wieder eins weniger. Ich weiß nicht mehr, wie es an der Magierfront da unten aussah bei dem Tempel. Wie viele Magier da irgendwie rumeiern. Wie kommt man mit dir, Rox?
gemacht! Gut gemacht! Ich meine, die Orks an sich, das Drecksvieh! Könnten wir ja egal. Manche schon, nimm doch mal mit. Wichtig eigentlich wäre es mir an der Stelle dann immer, dass der Boss hier von denen nicht da irgendwo. So. Das war's mit dir, du Mistvieh. So. Eigentlich wollte ich den anderen, hatte ich den anderen anvisiert, aber. Das ist ja mal so eine Sache hier bei Gott. Man muss sie alle töten. Ja. Das Vieh werde ich zerstören. Ja. Musik. Musik. Ey! Natürlich, das Vieh kommt wieder auf mich, ja, ey. Hey, du lauf doch, Mensch! Alter. Natürlich. Komm, hör doch auf mit dem Scheiß zurück, ihr Robbe hier. Ich höre schon wieder Magier da unten, ne? Nein! 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 Doch Mann! Ich speichere tatsächlich trotzdem mal abkommen. Nein, Mann! Nimm doch mal das richtige Ziel! Alter, nun hau doch drauf, du steckst doch schon drin mit dem Schwert! Ja, in den Staub mit ihm! Man muss sie alle töten! Oh, mit was bekeifert sich der Diego hier? Keine Ahnung. Aber mit so einem blöden Zombie jetzt kommt er hier. Drecksvieh. Jawohl. So. Das war's mit dir, du Mist. Ja, wichtig ist natürlich, dass unsere beiden hier, Gorn und Diego, natürlich am Leben bleiben. Das war's für dich, Mistvieh. Ich hasse die Viecher. Jo. So, na, kommt mal mit. Wie viel Power habt ihr noch? Na gut, okay. Damit kann man leben. Oh, jetzt hockt ihr natürlich wieder so ein bescheuerter Magier rum. Wo ist denn der? Ja, ja. Das Blöde ist, diese Mistviecher, die kommen auch direkt auf mich her, wenn ich ankomme. Schöner Magier. Wo bin ich denn? Oh, dieses Hinsetzen, Mann! Oh. Jawoll! Komm, lauf! Ah!
Na komm schon! Na, hau doch tot, Mann! Alter, der braucht doch nicht mehr! Hau drauf, ihr Mensch! Ja, jawoll! Boah, jedes Mal, wenn die keine Power mehr haben, fangen die an durchzudrehen und ich verrecke hier, oder was? Ja, endlich! Oh, das speichern wir so. Mann, das ist ja furchtbar. Alle noch am Leben? Ich hoffe mal. Ja. Oh Mann. Alter, jetzt triff doch diesen Vogel mal hier. Mann. Jawoll, ja. Gibt's nicht, hä? Jawoll, von hinten, ja! Jawoll, ja! So, wie viel auf mich? Die haben mich in Arschlöcher. Das Spiel immer meine Attacken ignoriert. Jawoll, ich renne natürlich rückwärts in diese Dreckbande rein. Oh, wir müssen erstmal Abstand gewinnen hier. Jawoll! Hau doch nicht immer durch meine Schläge durch, Mann! Was ist denn das für ein Scheiß? Ich lasse mich hier nicht in die Zange nehmen von euch, das könnt ihr vergessen. Jawoll! Ja, aber ihr blockt meine Drehschläge dauernd ab hier. Diego, jetzt hör doch mal auf, ihr Mensch, mit dem Scheiß. Das war's für dich, ja. Mistvieh. Das Vieh werde ich zertreten.
lustige kleine Schlacht hier. Und hau da drauf, Mann! Ich, Mann. Jawoll! Nein, den da! Mann, hör doch mal auf, selbstständig das Ziel zu wechseln, Mann! Ja! Na, wirst du doch! Mann! Jeden Scheiß von mir blocken, aber dann. Das war's mit dir, du Mistvieh. Yeah. Nun nimm doch mal diesen blöden Pfeil hier. Das war's für dich, Mistvieh. Das war's mit dir, du Mistvieh. So, wo sind die Orks hier oben? Ich weiß nicht, was das mit F6 hier jedes Mal ist. Ja, auch doch bescheuert, hier mitten reinzurennen in die Bande, ey. Das wäre erledigt. Ein Mistvieh weniger. Das Vieh werde ich zertreten. Na, als ob ich schlage und der kann in aller Seelenruhe seine scheiß Hacke da schwingen. Mann, das ist Gothic 3, wie ich es. Das war's für dich, Mistvieh. Jawoll. Du, steh doch aus. Das ist der dämlichste Bewegung im ganzen Spiel mit diesem Hingesetze mitten im Kampfgefecht. Was ist denn das? Elendes Drecksvieh. Wenn er mich eingeschlagen wird, dann setze ich mich auch hin und fertig. Die werden mich schon nicht weiter bekämpfen, wenn ich sitze. Jawoll. Anderbeiß, was macht ihr hier, sag mal? Wie der durchhauen kann durch meinen Schlag jedes Mal. Ich hasse das. Hier. Wo sind die jetzt hin da oben? Das wäre erledigt.
hasse die Viecher. Mann, hör doch mal auf, das Ziel immer als Falsche zu nehmen. So, wer ist denn jetzt der Oberboss von den Orks? Ich weiß es nicht. Dolok, der, wo ist es der? Dolok. Was willst du, Macher? Hm, wir haben hier noch nicht alle. Die rennen natürlich weg, als ob wir alle hätten. Ja. Braucht denn die auch noch einen Magier drin hier unten? Den Golem. Nicht hier. Haut ihr komplett durch meine Schläge durch. Ich hasse die Viecher. Jo, jo. Alter, wechsel doch mal die Richtung, Mann. Elendes Drecksvieh! Ja. Oh, die... Gut gemacht! So. Ja, das war's mit dir, du Mistvieh! Oh, was ist hier unten noch? Hat der extra wirklich gerade ein Golem gehört? Ja, da oben ist ein Golem. Was ist das denn? Oh, das sah gerade komisch aus. Alter! Jawoll, genau! Dem hast du dir Viecher. Ein Mistvieh weniger. Jo, wer damit? Flammenschwert rufen. Brauche ich nicht so Scheiß. Ja. Haben wir dann alle hier? Dolok. Mach dich nützlich, Morra. Ich geb dir gleich nützlich machen, du blödes Dreckschwein. Das ist doch wahr. Ja, kommt mal mit. Wir schalten mal den Lokator an, da ist besser die Feinde hier im Vorfeld zu sehen. Ja, jetzt ist die Frage, was davon ist jetzt Magier und was nicht. Ja klar triffst du mich zuerst. Komm doch mit, Mensch! Alter! Gut gemacht! Die mit ihrer blöden Drehbewegung, was ist denn noch hier? Mann! Mann, Fleisch futtern, ich hab Hunger. Ich geh mal meine ganzen Heiltränke drauf hier, ey. Als ob der mich ständig mit seiner Scheißspitzhacke. Das hatte Gott hier immer schon an bei den Zombies. Futter für die Würmer. Das ist ja nicht so bei den Zombies hier so. Das ist ja bei allen anderen Mistviechern ja auch so. Haben die einen Stock und können ja das stärkste Schwert blocken. Jetzt hat das mitgenommen, endlich mal. Elendes Drecksvieh. Jo, danke. Das war's mit dir, du so, Mistvieh. Drei sehe ich jetzt noch. 4, 5, das wird je weiter wir laufen, desto mehr wird's.
Und den großen Trank hier irgendwo mal. Oh. Ja, natürlich klasse, wenn wir den Tempel hier auch fertig kriegen würden heute. Gezeigt, ja, oder? Ich sehe nicht, hier, das ist alles dunkel. Natürlich blockt er meinen Scheiß hier. Komm doch mal raus hier, Mann. Hör doch mal auf, die reinzuschaufeln. Mann, stundenlang hier, bis der mal realisiert, dass ich hier raus will, statt rein. Jawohl, beim Fressen stören hier, ey. Das kann ich leiden. Was willst denn du von mir? Hau ab, Mann, das ist mein Fleisch. Nur weil du keins mehr auf die Knochen hast, kein Fleisch, brauchst du mir meins nicht hier klauen wollen. Mann. Das denn hier? Wo rennst denn du hin? Oh, da kommt von hinten einer und der Kerl dreht sich direkt um. Gut gemacht. Elendes Drecksvieh. Anstatt weiter nach vorn zu kämpfen. Wo ist Grum? Da unten. Die Viecher. Das war's für dich, Mistvieh. Wie viele sind denn noch da unten? Na komm schon, Mann. Aber ich das mit dem Magier schon wieder sehe, also. Ich hab keinen Bock auf diesen scheiß Magier, ganz ehrlich. Die ist sowas von überpowered. Dann hauen die am Ende noch einen Dämon hier raus. Wenn er das macht, dann lade ich direkt neu. Oder hat er das schon gemacht hier? Ich hab nicht gesehen, ob der zu mir wegläuft oder zu mir herkommt. Na komm! Hau den noch weg, Mann! Yeah.
hasse die Viecher. Der Verfluchte. Alter, das ist jedes Mal, wenn nur noch ein Schlag übrig ist, dann dicken die aus, wie auch bei dem. So, ich glaube, den Tempel hätten wir geholt. Unmöglich. Ja klar. Egal. So. Da gehen wir raus, quarten nochmal mit den Orks. Mit dem Magier, der war jetzt nicht allzu wild, sag ich. So, ja. So, wir haben es geschafft. Das Böse ist besiegt. Ja. Du hast Mut gezeigt, Mora. Dankeschön. Du hast Ehre. Jo. Hier, nimm das. Du wirst es brauchen. So. Dann hatten wir noch irgendwas liegen. Wir sammeln das fix noch ein. Mit Golem schlage ich mich jetzt nicht rum da oben, leck mir mal Arsch. Ja. Das Böse ist besiegt, das sagen wir hier zu einem Ork. Ja, 33 Gold. Ich weiß nicht, hier beim Neuladen, wir haben es schon so oft neu geladen heute hier jetzt in der Runde. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir ja auch hier vor dem Tempel Feierabend. Damit wir auch in der nächsten Folge am Anfang direkt sehen, was wir hier geschafft haben. Ja. Dann speichern wir das ganze Ding ab. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt morgen wieder. Tschüss.